よければチャンネル登録もよろしくでごわす。Hallo Koski und willkommen zurück zu Mario Party Superstars. Das letzte Mal hatte ich die dritte Party beendet, wurde leider nur zweiter. Der Extremcharakter Mario wurde erster wegen die zwei Bonussterne, die er erhalten hat. Und ja, es geht weiter mit dem vierten Brett. Aber das wollte ich euch noch zeigen. Der neue Startbildschirm. So. Heute wird es eine besondere Party werden. So. Ja, alles klar. Heute werde ich Birdo spielen. Mit bei der Partie ist Peach, Daisy und Rosalina, also eine totale Frauenparty, sage ich jetzt mal. Alle drei bleiben beim Stark. Extrem ist mir wirklich zu lächerlich, deswegen kommt kein Extremer mehr. Heute kommt Woodys Wald. Folge im Wald den Richtungsschildern und komme nicht vom rechten Weg ab. Wie immer. Oh, das bleibt diesmal so eingespeichert, 20 Runden. Wir nehmen wieder die klassischen. Alle Arten. And let's go. Da wären wir. Dies ist Woodys Wald. Ja, sieht sehr schön aus. Deiner jongliert mit einem Apfel. Wer in diesem Wald nicht aufpasst, läuft hier ganz schnell im Kreis. Vor langer Zeit wurde in diesem Wald um den Titel des Superstars gekämpft. Doch aus diesem Kampf ging kein eindeutiger Sieger hervor. Heute nun soll sich die Geschichte fortsetzen. Hier bietet sich eine Chance, die man nur einmal pro Jahrtausend bekommt. Bahnt euch einen Weg durch den Wald. Zeigt, wer hier der Superstar ist. Ich muss mich hier direkt um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Ja klar. Prima, dann erkläre ich mal alles Wissenswerte. Wir sehen Schilder. Behaltet die Richtungsschilder im Auge. Die Pfeile wechseln die Richtung. Habe ich irgendwie schon damit gerechnet. Einer der Bäume hier ist sehr freundlich. Ihn anzusteuern könnte sich lohnen. Und dann gibt es noch einen böser Baum. Tiefer im Wald sollte man vorsichtig sein. Da ist ein Baum, der gemein sein könnte. Der Wald ist wie ein Labyrinth. Hoffentlich verlauft ihr euch nicht. Dritter, toll. So, ich wurde einmal Dritter, ich wurde einmal Erster, ich wurde einmal Zweiter. Ob ich jetzt diesmal einmal Vierter werde? Ich hoffe nicht, aber trotzdem könnte das passieren. Eine 7, so wie ich. Der Stern ist da wirklich sehr nah dran. Wieso kauft sie das schon was? Oder kommt sie auf das Glücksfeld? Nein. Eine 10. 7, 8, 19. Sie kommt auf das Ausrufezeichenfeld. Und was passiert? Ah, die Richtung wird geändert. Ich komme auch gleich auf das Ausrufezeichenfeld. Danke, aber ich möchte lieber mein Geld sparen.
Und jetzt wird das wieder geändert. Komm. Oh, nur eine 2. So, das erste Minispiel startet. Ich allein gegen die Prinzessinnen. Piranha-Verfolgung. Oh nein, ist das nicht Dings? Huch. Guck, müsste ich hinkriegen. Bin fast am Ziel. Schaffe ich? Jawohl. Ich glaube, wären alle drei auf Extrem, dann hätte ich wahrscheinlich nur ein Viertel der Strecke geschafft. Damit bin ich der Erste, der sich einen Stern leisten kann. Das ist sehr gut. Ah. Nach jeder Runde wird anscheinend gewechselt. Huch, die Pfeile haben die Richtung gewechselt. Und das ist sehr gut für mich, denn jetzt kann ich nach links gehen. Es sei denn, Peach... Okay, sie kommt nicht darauf. Natürlich kommt sie auf das Glücksfeld. Natürlich kriegt sie auch 10 Münzen. Oh, kleinen Froschmals. Eine 2. Tut mir leid, Peach. Aber das kommt davon, weil man sich schon was kauft. Ja, natürlich. Damit führe ich jetzt komplett mit einem Stern. Okay, der Stern wechselt wieder seine Position. Natürlich so Rosalina. Ich denke mal, Rosalina wird die zweite sein, die einen Stern ergattert. Ja, stimmt, die sah noch ganz am Anfang. Oh. Ereignisfeld. Das ist mein zweiter. Hallo Birdo, schön, dass du extra hergekommen bist. Nimm eine Frucht. Ich habe Würfelfrüchte, mit denen du erneut würfeln darfst, und Münzfrüchte. Wähle was für eine du haben möchtest. Na los. Achso. Du hast die Münzfrucht erhalten. Genau, die wollte ich auch haben. Wegen den Münzen. Also wenn... Was? Sie geht nicht zum Stern? Sie bleibt nicht dort? Hallo, ist sie Gaga? Was bringt ihr das? Ja, das ist jetzt die Quittung. Nicht die Quittung, sondern Karma. Ich bin mit Rosalina in einem Team. Oh, komm, Panik, bitte. Hm. Baumsprung. Okay, müssen wir hinkriegen. Hallo, der Adknopf hat nicht wieder funktioniert, Alter. Was ist mit Dings los? Der hat echt nicht reagiert. Irgendwie, ich glaube, der hat ein bisschen seine Macken.
So wie beim Feuersaal-Tanz da. Oder wie das Minispiel heißt. Da hat es ja auch nach kurzer Zeit nicht mal funktioniert. Aber dennoch haben Rosalina und ich gewonnen. Denn das ist sehr gut. Oh, ich brauche eine hohe Zahl. Um zum Stern zu kommen. Also ich muss jetzt nach unten gehen. Siehst du, Rosalina, jetzt hättest du eigentlich das Geld gehabt. Wieso? Ich frage es lieber nicht. Oh nein. Okay, also Daisy wird defensiv sehr dreckig werden. Denn wenn sie schon eine Hundepfeife gekauft hat. Natürlich eine alten Tasche. Was ist drinne? Goldröhre und so weiter. Nur zwei? Also weiß ich schon, eins hat. Was ist das andere? Ja, natürlich! Die kriegt gleich sowas! Und das gleich in der dritten Runde! Ich weiß, das kostet direkt 20, aber ich möchte das Peach entnehmen. Ich meine, wenn es mir schon gleich zur Verfügung gestellt wird, warum sollte ich das dann ablehnen? Was war das denn? Hammer werfen, bitte! Na, no, Kanoneninsel! Hatten wir das schon mal? Oh nein! Au, wollte er gerade springen. Wow. Nein! Ende. Gut, nur Daisy hat's leider es nicht geschafft. Aber ich hab's diesmal geschafft. Das ist sehr gut. Aber die Frage ist jetzt nun. Ich darf nachher nicht zu hoch würfeln. Aber wahrscheinlich wird das Spiel trotzdem so sein und wird zu fies sein. Nimmt sie jetzt die Hundepfeife oder? Nein. Ich denke mal, sie wird es erst sein, wenn kurz einer davor steht. Würde ich natürlich auch machen. Ja, natürlich. Was denn noch? Also, das ist jetzt lächerlich. Dass sie sich einen gekauft hat, eine Sache. Dass sie jetzt ein Geschenk bekommt, lächerlich. Oh. Peach ist schlau. Würfel niedrig. Nein, ich möchte das noch nicht nehmen. Andernfalls. Man kann es sich nicht aussuchen? Würfel niedrig. Das ist schon zu viel, oder? Nein. Ich muss unbedingt das nächste Minispiel gewinnen. Und dann, andernfalls ist es doch ein bisschen gut, dass ich die Dreifachwürfel habe, denn dann könnte ich wahrscheinlich den Stern erreichen, aber ich bezweifle das. Steinblockschacht. Oh nö. Aber ich habe mal gesehen, die CPUs legen einfach irgendwie die ganzen Blöcke hin. Mach ich jetzt auch einfach mal.
schafft wirklich gut. Muss ich echt erschreckend zugeben. Aber dennoch sind die besser als ich. Dieses Minispiel werde ich definitiv nicht schaffen. Oh, hallo, wieso macht er das nicht? Ich führe. Nein! Ich war kurz davor! Noch 9 Punkte! Peach, du! Blondine! Aber ich habe den Trick wirklich jetzt herausgefunden. Also, nachdem ich natürlich ein Video davon gesehen hatte. Ich weiß nicht mehr, in welches Brett es war. Aber ich habe es jedenfalls dann bemerkt, dass sie es irgendwie legen. Und dadurch kommt man zu einer besseren Combo. Und mir fehlt genau eine Münze. Ich werde noch nicht das Item verwenden. Peach, es wäre klüger gewesen, als wenn du es später eingesammelt hättest. Auch wenn du schon... Eine Koopa-Bank gibt es jetzt auch schon wieder. Auch wenn du jetzt die Münzen dazu hast. Aber wie ich es sehe, wird... Oh, achso, ist nur wieder ein Dings. Ich sehe gerade, die hat's gut. Nach der Runde muss sie nach rechts gehen. Und... Ja. Okay, zählen muss ich. Ich war natürlich immer noch am Zählen. Ja, ich habe richtig gezählt. Das Gute ist, man kann schon ein bisschen vorschießen und schon ein bisschen vorzählen. Am Anfang hatte ich erst 19 gezählt, aber dann habe ich nochmal zur Sicherheit nochmal 20 gezählt, genau. Habe ich nochmal neu gezählt. Und ja, das war sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, ob Daisy die Hundepfeife jetzt schon verwendet oder noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nein, sie würfelt noch ganz normal. Ich denke mal, sie ist sich bestimmt schon sicher, dass sie es jetzt erhält. Ich habe 18, oder? 30! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 16, 17, 18, 19. Hä? Man... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
8. Warum zeigt er mir Dings an? Ach so, wenn ich diesen Weg nehme. Ja, gut. Ich versuche trotzdem mein Glück. Bitte wirf genügend hoch. Das ist Mist. Wirf doch! 11, das 13. Ach nein! Ja, ich habe an das Fall nicht gedacht. Jetzt kriegt es Peach garantiert. Es sei denn... Oh, ich habe mich schon gewundert, warum 29, aber ich habe das total übersehen. Ich hab an dem Fall nicht gedacht. Ich dachte, er zeigt nach rechts. Oder man kann es sich aussuchen, aber nein. Okay, Daisy, dann liegt es an dir. Verhindere, dass Peach den Stern bekommt. Ich allein gegen wieder die Prinzessin. Oh, 13 Sandwürfel. Abdüsen. Ach das. Aber das, meine Lieben, werden wir es in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Ich bin sehr gespannt, ob Peach den Stern erreicht und ob Daisy jetzt die Hundepfeife verwendet. Ich befürchte... Nein, aber ich hoffe es, dass sie es tut. Ansonsten, ja, hat dann Peach wahrscheinlich dann 2 Sterne. Na, ansonsten, die abonniert die anderen und abonniert dafür mich, dann bleibt nicht alles frisch. Ansonsten, tschüss, Grossi und bis zum nächsten Mal. Tschüss.